Maroni. Lustigen Musikanten. Und wir sind heute wieder einmal zu Gast in der Mayrhotels-Halle im schönen Rothenburg an der Fulda. Und wir alle sind super gut drauf, habe ich recht? Ja. Genau. Ja. Ich esse. Ist doch ganz klar, der Frühling liegt in der Luft. Ja. Alles ist erfüllt mit neuem Leben, alles ist voller Spaß und voller Temperament. Genau, der Winterschlaf ist vorbei und geht fast nahtlos über die Frühjahrsmüdigkeit. Bursche, du musst dich heute ein bisschen zusammenreißen, hey. Menschenskind, ein bisschen Sport treiben, ein bisschen weniger essen. Ja. Das macht doch jeder in dieser Zeit. Also da habe ich noch nichts gemerkt. Schau, komm. Was? Ich zeig dir was. Da, Kamera, bei unseren Zuschauern daheim, ja. Siehst du das? Da auf dem Wohnzimmertisch, auf dem Couchtisch vom Fernseher. Ja. Bier, Chips, Salzstangen. Gäb's doch einmal den Mohrenkopf her, also das ist doch wirklich ungesund, oder? Und jetzt, ja, so ist vernünftig, genau, die Couch zur Seite, Teppich einrollen und auf geht's, ein bisschen Bewegung, ja? Also dann haben wir gleich die passende Musik mit unseren ersten Gästen. Seit 20 Jahren sind sie Garanten für tolle Musik, das Original Tiroler Echo. Hallo, ja, ist das nicht wahr?
letzten Lied von mir. Wir sehen uns wieder im schönen Land Tirol. Drum sag auf Wiedersehen und bitte nicht leb wohl. Mit einer ganz flotten musikalischen Begrüßung unsere Freunde aus Tirol, das Tiroler Echo. Dankeschön. Super gemacht. Also ich habe mir ja auch gesagt, Mensch, nochmal, Michael, also früher, jetzt musst du schauen, dass du ein bisschen in die Reihe kommst, ein bisschen flott wirst. Also ich in ein Fitnessstudio, eine junge, hübsche Trainerin hat sich sofort um mich bemüht, ne, also mit Vorradl, überall angeschlossen, treten und kurbelt. Plötzlich sagt sie zu mir, Herr Michael, also Sie haben Muskeln wie Eisen. Was, habe ich gesagt, so hart? Nein, hat sie gesagt, so verrostet. Naja. Da war ich ganz schön down. Aber es gibt auch andere Dinge, gerade im Frühjahr, die uns so richtig wieder aufbauen. Die Liebe beispielsweise. Und deshalb freue ich mich jetzt auf eine ganz besondere Interpretin, die es immer wieder schafft, mit ihren Liebesliedern so richtig unter die Haut zu gehen. Ihr Lied heißt, Ich hab dich unheimlich lieb. Und wir alle können eigentlich nur sagen, wir haben dich unheimlich lieb. Und hier ist Gabi Albrecht. Unheimlich lieb, weil du mich verstehst, den Weg mit mir suchst und ihn mit mir gehst. Ich hab dich unheimlich lieb, weil du anders bist, mir immer vertraust, mich niemals vergisst. Du bist mir so nah. Gabi Albrecht war das und sie wird in diesem Frühjahr mit auf großer Deutschland-Tournee sein mit den lustigen Musikanten 2000. Mit dabei auch die Geschwister Hofmann, die Schäfer,
die Allgeier, die German Tenors und die Legende Johannes Hesters. Ja, und wenn Sie dabei sein möchten auf dieser großen Deutschland-Tournee, dann rufen Sie die jetzt eingeblendete Nummer an, die ist freigeschalten von 7:45 bis 23 Uhr. Der Anruf kostet Sie nichts. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Außerdem gibt es zu dieser Tournee noch eine CD, Lustige Musikanten 2000, mit all Ihren Lieblingen, außerdem auch drauf Hansi Hinterseher. Also das passende Geschenk für all Ihre Lieben, für Ihre Ehefrau oder für den Liebsten. Tja, mit der Liebe und mit den Männern, da gibt es ja bekanntlich ein Problem. Und das ist die Treue. Jetzt muss ich noch mal was sagen, meine Damen. Das mit der Treue. Ich meine, die Männer, die können eigentlich gar nichts dafür. Die Untreue, das ist das Tier in ihnen. Ja, diese ewige Balzerei, das haben sie von den Viechern geerbt. Ja. Der Bauer den Traktor anlässt und fährt in die Disco zum Tanzbodenfest. Denn dort sind die Mädels so knackig und jung und bringen den Landwirt ganz mächtig in Schwung. Oh, sei doch lieb zu mir. Bleib ich bei dir. Oh, dann bleib ich bei dir. Im Frühling die Heulin den Bauern ertappt, wie er in der Disco die Mädels sich schnappt. Da denkt sie, du Bazi, mich machst du nicht fang, denn alles, was du kannst, das kann ich schon lang. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist es vielleicht vorbei, tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht. Im Frühling der Bauer der Bäuerin gesteht, die Geschichte mit den Mädels ist wirklich zu blöd. Und sie sagt, mir geht es genauso wie dir, und küsst mich und tanzt in den Himmel mit mir. Wenn der Frühling kommt, dann tanzen wir Walzer bis in die Nacht. Wenn der Frühling kommt, dann schweben wir, weil uns die Sonne lacht. Denn der Frühling hat der ganzen Welt die Liebe zurückgebracht. Und wir tauschen tausend Süße, tausend endlos lange Küsse. Und es ist im März schon Mai, und das Glück geht nie mehr. Das Glück geht nie mehr vorbei. Ja, ja, Dankeschön an mein Mariando. Dankeschön aber auch an unsere zauberhaften Tanzpaare, die mich so toll unterstützt haben. Danke auch an unser Orchester Otti Bauer für die tollen Rock'n'Roll, Samba- und Walzer-Rhythmen. Der Walzer ist im Übrigen ja nicht in den feinen Salons früherer Tage entstanden, sondern auf dem bäuerlichen Tanzboden. Also ich kann euch sagen, da ist es damals ziemlich zur Sache gegangen im Dreivierteltakt. Also die Obrigkeit war entsetzt. Der preußische Hof hat das Walzertanzen sogar komplett verboten. Und dieses Gesetz galt in Berlin bis 1918. Und ich denke, unser nächster Gast, der jetzt gleich kommen wird, wäre damaliger Zeit sicher eingesperrt worden, wenn er seinen Wunsch geäußert hätte, schenk mir noch einen Tanz. Hier ist aus Nürnberg Axel Becker. Schenk mir noch einen Tanz.
mich nach Haus. Bald ist die Nacht vorbei und das Fest ist aus. Schwebt mit mir noch einmal durch den Lichterglanz. Schenk mir, bevor du gehst, nur noch einen Tanz. Schenk mir noch einen Tanz, träum in meinem Mann. Labern das Glück, das heute für uns beide kam. Ich schau dir ins Gesicht und du wirst verstehen, heute uns begann, das wird nie vergehen. La 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 la. An sich. Musikinstrumente haben manches Mal sogar magische Kräfte. So zum Beispiel auch die Trompete. Als damals die Israeliten in das gelobte Land zogen und vor der Stadt Jericho standen, waren die Tore verschlossen. Niemand kam rein oder raus. Da befahl Josua, die Trompeten zu blasen. Die Mauern fielen in sich zusammen und der Weg war frei. Ich hoffe natürlich inständig, dass hier in dieser wunderbaren Mayr-Hotels-Halle die Mauern herhalten, denn jetzt kommt die ultimative Antwort auf die drei Tenöre. Hier sind die drei Trompeter, angeführt vom Meister selbst, von Walter Scholz. Thank you.
Dankeschön, kann man da nur sagen. Unsere drei Trompeter. Supertalent Philipp Gund, 11 Jahre jung. Dirk Schiefen mit 19, bereits ein Vollprofi. Und er ist einer der Größten in seinem Fach, Walter Scholz. Dankeschön euch drei. Herzlichen Dank. Und damit kommen wir vom Trio wieder zu den Paaren. Also Paare benehmen sich ja manchmal höchst eigenartig. Man glaubt es ja kaum. Also zum Beispiel, wenn es um die zärtliche Aufforderung geht, schau mir in die Augen, Kleines. Sie glauben es nicht, da wird verweigert. Laut Statistik schließen 43,5% aller Paare beim Küssen die Augen. Also bei manchen Paaren verstehe ich es ja, dass sie nicht mit offenen Augen ins Verderben rennen wollen. Ne? Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, so geht es natürlich nicht. Ne? Augen zu und durch, das ist kein Motto für die wahre Liebe. Ne? Nehmt euch lieber ein Beispiel an unsere nächsten Gästen, zauberhafte Kollegen aus der Lausitz. Hier sind Katrin und Peter. Märchenhaftes Lied war das von Katrin und Peter. Und ich denke, mit den Märchen ist es ja heute nicht mehr gar so weit her. Ja, außer man passt sie der neuen, modernen Zeit ein bisschen an. Ich bin schon sicher, dass in Belde irgendein Privatsender Grimms Märchen vielleicht neu verfilmt mit neuen, coolen Titeln, so wie es heute eben einfach gefragt ist. Dann heißen die Märchen nicht Rumpelstilzchen, sondern dann vielleicht ein Fruchtzwerg dreht durch. Oder das Märchen von Fischer und seiner Frau. Das könnte dann möglicherweise heißen Captain Iglu und seine Tussi. Na, ich bin ja froh. Ich bin ja froh, dass es noch Kids gibt, die es nicht ganz so krass haben müssen.
Und wir hören jetzt mit einem Medley traditioneller Frühlingslieder den Alheimer Kinderchor aus Rula in Thüringen. Viel Spaß. Ein ganz besonderes Pärchen. Ich zähle jetzt einfach mal auf. In 37 Jahren haben sie 150 Tonträger veröffentlicht. 500 eigene Fernsehsendungen haben sie moderiert. In 1400 Fernsehsendungen waren sie gerne zu Gast. Und weltweit haben sie 10.000 Auftritte absolviert. Ich bin aber noch nicht fertig. Sie sind überhäuft mit goldenen Schallplatten, mit Bambis und vielen Auszeichnungen. Die Mutter und die Tochter. Hier sind Maria und Margot Hellwig. Herzlich willkommen bei den lustigen Musikanten, ihr beide. Das hat natürlich alles einen Grund und das ist erst der Anfang, denn wir hören natürlich noch von euch ein wunderschönes Lied. Richtig. Denn unsere zauberhafte Maria... Ja, man glaubt es kaum, so gut wie sie ausschaut. Ja. Wir wünschen uns alle, dass wir so gut ausschauen, wenn man das erreicht, was sie erreicht hat. Sie hat nämlich in diesem Jahr einen ganz großen, runden, schönen Geburtstag feiern können. Ja. Ihren 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Maria, von uns einen kleinen Blumenstrauß zu deinem Geburtstag. Liebe Maria und immer. Wir haben eine besondere Überraschung. Alle unsere Gäste haben gesagt, sie werden gemeinsam mit uns beiden
jetzt ein Ständchen für dich extra singen. Und das machen wir, das probieren wir jetzt. Seid ihr soweit? Das freut mich. Wunderbar. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Maria, zum Geburtstag viel Danke! So kennt man dich, liebe Maria. Danke! Wir freuen uns. Wir waren oftmals bei dir zu Gast. Bleib so, behalte deine Lebensfreude. Vor allem Gesundheit. Das wünschen wir dir und deiner Margot. Ich muss ja glücklich sein, wenn ich 80 werde. Ich kann ja nicht wollen. Ich freue mich. Danke! Super! Es ist nicht schwer, wenn man jemand kennt, das Richtige zu sagen im richtigen Moment. Es braucht gar nicht viel, ein kleines Wort genügt und jemand wird sich freuen, dass dir etwas an ihm liegt. Ein liebes Wort Diese Rosen sind für dich, liebe Mama Chi.
Wahnsinn, wunderbar hast du gesungen. Bravo. Da fließen die Herzen der Mütter dahin. Danke, Janke Smit. Herrlich. Bei uns blühen die Rosen, aber im Frühjahr blüht es natürlich überall dort, wo eben der Frühling eingekehrt ist, ganz klar. Im Prater blühen wieder die Bäume, auf den Bergwiesen blüht blau der Enzian, in den Köpfen von uns Männern blüht die Fantasie. Ja, und wenn dann die jungen Mädels ihre Winterhüllen fallen lassen, dann schreiten wir diesen blühenden Geschöpfen verzückt hinterher. Aber dann biegt um die Ecke unsere eigene Ehefrau und dann blüht uns wieder was. Tja, so ist es. Sind die Feinheiten des Lebens. Aber der Frühling hat natürlich nicht nur eben die positiven Seiten parat, sondern auch manchmal negative. Und dann geht alles, was nur schief gehen kann, eben schief. Und dazu passend ein Lied haben Freunde geschrieben von uns aus Osttirol. Verflixt, verdammt und zugenäht. Und da sind sie, das Goldried Quintett. Die besingen ja vielerlei Dinge, die kleinen Katastrophen des Lebens oder die große Liebe oder sie besingen die wunderschöne Heimat. Wir lustige Musikanten besingen die Heimat nicht nur, sondern wir tun auch was dafür. Wir unterstützen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und ganz im Besonderen heute ein Projekt, das hier in der näheren Umgebung liegt, im Schwalm-Eder-Kreis. Und zwar gehen wir dazu in das wunderschöne Hessenland. Das schauen wir uns nämlich jetzt gleich einmal an. Wenige Kilometer nördlich von Rothenburg an der Fulda in Altmorschen liegt das Kloster Heidau. Gegründet vor 865 Jahren als Konvent der Zisterzienserinnen, später Jagdschloss der hessischen Landgrafen. Von der einstigen herrschaftlichen Pracht ist nicht viel übrig geblieben. Aber die meisterliche Architektur aus der Gotik soll wieder werden wie damals. Die Restaurierung erfordert großes Können, mühsame Handarbeit und viel Sinn für das Detail.
In die ehemalige Ruine soll wieder der Glanz der gräflichen Jahre zurückkehren. Zugänglich für alle. Kloster Haidau wird ein Kulturzentrum. Kunst und Musik werden die alten Mauern mit neuem Leben erfüllen. Ein beispielhaftes Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ja, und Sie können dieses wunderbare Objekt, dieses Kloster Haidau, wieder in seinem alten Glanz erstrahlen lassen, wenn Sie helfen, wenn Sie spenden auf das Konto der Dresdner Bank in Bonn. Die Kontonummer ist 5 mal die 5 und die Bankleitzahl ist 380 80055. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Tja, liebe Gäste, und jetzt geht es schnurstracks zur längsten Nacht der Welt. Die mag womöglich heute Abend im Klostertal liegen. Wir freuen uns auf die Klostertaler! War ziemlich hart, doch was ist jetzt vorbei? Bis morgen früh der Wecker klingelt, haben wir noch frei. Ich weiß da ein Lokal, da tanzt heute Nacht der Bär. Da musst du gar nichts haben, denn da bist du wer. Wer bist du wieder, Mensch? Wer darfst du's wirklich sein? Und jeder, der grad Lust hat, lädt dich auf den Dudler ein. Was immer dich auch fragt, dir hört man gerne zu und ist im Handumdrehen gleich auf du. Gib eine Mütze ein und wähl dein Lieblingslied, weil's hier für deine Lieder immer gute Freunde gibt. Und geht's dann richtig los, ja dann wird das gemacht, dann geht es volle Kanne durch die ganze Nacht. Hey, na, 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 das wird die längste Nacht der Welt. Der Welt, die feiern Sie natürlich am Arlberg anlässlich eures großen Millennium Open Air Festivals. Toi, toi, toi. Aber tatsächlich die längste Nacht der Welt, die findet ja am Nord- und Südpol statt, in der Polarnacht. Da bleibt die Sonne ein halbes Jahr unterm Horizont. Für die Verliebten womöglich ein Paradies. Und dazu passend für dieses Paradies haben wir jetzt gleich unsere nächste Interpretin. In Belgien, in ihrer Heimat, ist sie seit 5 Jahren der absolute Topstar in Sachen Gefühl voller Lieder. Und dieses Gefühl, das bringt sie jetzt zu uns nach Deutschland. Hier ist Dana Winner. Musik.
Musikanten. Ja, denn wir haben wunderbare Gäste eingeladen. André Rieu mit seinem Orchester. Heino wird dabei sein, Roland Kaiser und Slavka Ausenig und viele, viele andere. In diesem Sinne einen schönen Abend. Servus, eure Marianne. Und dem schließe ich an, das war euer Michael. Servus und tschüss, wir müssen gehen. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Servus und tschüss. Sing mit, wenn jetzt geht's erst recht.